Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 17. Episode und heute geht es in interessante Spiele, wie eigentlich in jedem Karrieremodus, in jeder Episode. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir haben Scout-Abschlussberichte unter anderem zu Yevgeny Konoplyanka und Bruma, den wir gerade gesehen haben, auch zu Youssef El Arabi. Allerdings sind das alle Spieler, die momentan für uns keine Relevanz haben, denn wir haben ja bereits unsere Transfers getätigt, beziehungsweise sind auf einem guten Weg in die Europa League und dafür sind wir auf jeden Fall auch gut gewappnet, denn mit Jean-Goro Küff und Kokorin und Las Bangura, ich muss sie jetzt mal wieder ansprechen, haben wir richtig ja potenziell super Transfers getätigt und von daher brauchen wir da eigentlich gar nicht gucken, tun es natürlich trotzdem gerne, denn es ist immer interessant zu sehen, wie sich die Spieler entwickeln und genau das machen wir natürlich jetzt auch gerade. Es geht trotzdem sehr, sehr wichtige Spiele heute, denn es geht natürlich weiterhin um Europa und wir wollen da oben drin bleiben, beziehungsweise in gewisser Weise dranbleiben an den Top-Teams. Wir haben sogar theoretisch noch Chancen auf die Champions League und die wollen wir natürlich auch wahren. Allerdings müssen wir dafür natürlich auch gewinnen und zwar eigentlich jedes einzelne Spiel. Natürlich wird es gerade am letzten Spieltag schwierig gegen Bayern, also wir sollten im Idealfall ja vor dem letzten Spieltag eigentlich schon feststellen, beziehungsweise ja quasi klar machen, dass wir nach Europa kommen, weil im letzten Spiel gerade gegen Bayern kann eigentlich viel zu viel passieren und das Hinspiel haben wir auch verloren und das schon zu Hause und auswärts, ich weiß nicht und naja, wir werden sehen. Das Training ist relativ positiv. Mori, den ich gerade hochgeholt habe, unseren Jugendspieler, weil er wollte, ja, der ist jetzt übrigens auch drin, ich glaube, er hat den Vertrag bereits angenommen, der hat die schlechteste Trainingsleistung, ansonsten sieht das sehr, sehr solide aus und auch sonst sieht hier alles momentan sehr, sehr stark aus bei uns. Wir spielen übrigens gegen den HSV, wenn ich das noch nicht gesagt habe, ich glaube, ich habe schon gesagt. Das heißt, wir haben heute das Hamburger Duell hier in der Bundesliga, beziehungsweise im 96 Karrieremodus auf jeden Fall mal wieder interessant werden könnte. Das Hinspiel haben wir meines Erachtens nach gewonnen. Ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher. Und wir müssen natürlich umstellen nach der letzten Partie. Die haben wir, glaube ich, mit Doppelspitze gespielt, wie wir gerade gesehen haben. Heute wollen wir im Idealfall eigentlich mit einer Spitze spielen. Wie das Ganze funktionieren würde, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es geht allerdings auch, das ist ein Vorteil für uns, zu Hause gegen den HSV. Und da sah Hannover jetzt die letzten Jahre immer eigentlich ganz gut aus. Letzte Saison gab es ein 3:1. Nee, 2:0, davor gab es, glaube ich, ein 3:1. Also es geht auf jeden Fall immer ganz gut klar und heute soll das im Idealfall genauso laufen. Wir stellen ein bisschen um, allgemein Jerry Mbakogu geht aus dem linken Mittelfeld hier erstmal raus, Edgar Pripp kommt rein und wir stellen allgemein unsere Mannschaft, wo wir das immer so machen. Ich denke mal, das ist klar, dass wir jetzt mit der A11 wieder spielen. Zuletzt haben wir ja so ein bisschen mit B11 gespielt, heute soll das im Idealfall wieder die A11 werden, aber natürlich muss man immer so ein bisschen berücksichtigen, dass sich auch die Spieler, wie beispielsweise Fossum, spielen lassen muss, auch wenn er sie natürlich in der A11 gespielt hat, allerdings auch Sané spielen lassen möchte und Fur und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde mit der AF natürlich auch ein bisschen rotieren, weil ich halt jeden irgendwie berücksichtigen möchte und ich denke mal, da ist auch ganz klar. Moriert übrigens Forster, das gilt zum Fall, ist der Weakfoot, ist neben Sam Maxima der nächste spaßige linke Flügelspieler aus Frankreich. Wird, denke ich mal, eine coole Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Hannover 96 empfing den Hamburger SV, das Duell der beiden Nordvereine, das HSV-Bruderschaftsduell dieser beiden, ja, Vereine, die mit Fanfreundschaften ehemals gesegnet waren. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt auf beiden Seiten, findet man nicht mehr so viel für das gegnerische Fanlager, aber darum ging es natürlich heute nicht, sondern ja, um die sportliche Perspektive. Hannover steht richtig gut da, momentan in der Bundesliga-Tabellenfünfter und nur 2 Punkte hinter dem FC Schalke 04, allerdings auch nur 2 Punkte vor der TSG 1899 Hoffenheim. Mit einem Sieg gegen die Hamburger könnte man heute zumindest vorbeiziehen am FC Schalke 04. Zumindest für kurze Zeit auf dem 4. Tabellenplatz, bis es nächste Woche ins nächste Spiel geht. Ob das klappt, wir sind gespannt. 16 Gegentore bisher haben wir, naja, für Hannover 96 das Beste der Bundesliga. Hamburg mit 20 erzielten Toren, der schlechteste Wert der Bundesliga. Das heißt auf jeden Fall ein Duell, das ungleich ist, zumindest in dieser Hinsicht. Denn normalerweise müsste die beste Defensive gegen die schlechteste gegen den schlechtesten Angriff der Liga ja richtig gut aussehen. Allerdings spielte Hamburg hier mit der absoluten Nahe. Wir sehen bereits Jaroslav Dropny, den Kapitän der Hamburger, und hier Dennis Diekmann. Ja, vorne weg. Wir gucken zunächst einmal aber auf Hannovers Elf. Radlinger im Kasten, davor Bakuna, Salif Sané, André Hoffmann und Oliver Sorg. Iva Fossum und Leroy Föhr auf der Doppel-6. Edgar Pripp auf links. Rechts Uwe Bech, davor Albertus Nack und in der Sturmspitze mal wieder Mevlüt Erdinç. Der Türke sollte wieder für, ja, ordentlich Furore sorgen im 16er des HSV. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der HSV im Tor mit Dropny, davor dann Diekmeyer auf Rechtsverteidigerposition, Gojko Kacza und Emir Spalic, die beiden Routiniers in der Innenverteidigung. Ostscholek auf der linken Seite, Albin Ekball zusammen mit Marcelo Diaz davor. Ivo Iličević, Luis Holtby und Soltan Stieber. Hinter der einzigen Spitze Ivica Olic, Pierre-Michel Azoga war bei den Hamburgern nicht mit dabei. Wir gucken uns Ivica Olic nochmal genauer im Porträt an. 36 Jahre mittlerweile alt, der Kroate. Er ist ein unermüdlicher Sportsmann, der immer weiter kämpft und genau das sollte im Idealfall aus Hamburger Sicht heute Hannover Probleme bereiten. Aber zunächst einmal war es der Kämpfer Ivar Fossum, der hier die erste gelbe Karte der Partie provozierte. Wir sind in der 5. Spielminute und es gibt direkt mal den gelben Karton und das vollkommen zurecht. Auf der rechten Außenbahn hatte das Foul stattgefunden, auf der linken der Hamburger und dementsprechend gibt es gelb für
Trivulicic nach seinem Foul gegen den Norweger. Das war total unnötig in der Situation. Allerdings gab es den Freistoß. Uwe Bech bringt den in die Mitte und da steht, ja richtig, Edgar Pripp. Schöner Kopfballversuch, aber deutlich am Tor vorbei. Es blieb erstmal beim 0:0. Pripp, ja, musste danach auch schon runter. Katscher faulte ihn hier. Es gab den Freistoß. Pripp sprang auf und das war vielleicht der Fehler, denn dadurch hatte er sich was ein bisschen was gezerrt und musste vom Platz. Für ihn kam Alain Saint-Maximin in die Partie. Das heißt, Hannover musste früh wechseln, früh umstellen, spielte aber unbeirrt weiter. Mevlüt Erdinç ist das hier kurz, ja, nach der Auswechslung von Edgar Pripp. 20. Spielminute, Jaroslav Dropny mit der Klasseparade gegen den Türken. Die anschließende Ecke von Albert Rusnak in die Mitte gezogen, beziehungsweise auf den 16er. Uwe Bech versucht's da, aber der Rechte ist nicht sein starker und das haben wir gerade eindrucksvoll gesehen. Der Däne vergibt hier die Chance aus 1:0. Trotzdem war nichts von Hamburg zu sehen, nur Hannover spielte nach vorne. Bakuna mit einem klasse Durchsetzungsvermögen da auf der Außenbahn zurück auf Rusnak und Klasseparade von Jaroslav Dropny. Und auch Ivar Fossum kann den Ball da nicht im Tor unterbringen. Es blieb beim 0:0. Glücklich für die Hamburger. Allerdings macht Hannover direkt weiter. Klasse Balleroberung von Albert Rusnak. Spielt den Ball wieder nach vorne. Das ist wieder Mevlüt Erdinç gegen die Latte. Er stand allerdings im Abseits. Und dementsprechend blieb es beim 0:0. Wie gesagt, Hannover deutlich besser, deutlich überlegen. Dem großen HSV wollte man eins auswischen. Und das gelang auch in gewisser Weise. Wieder Albert Rusnak im 16er. Macht das gut. Versucht dann abzuziehen mit dem schwachen linken Fuß. Kommt aber nicht mehr rechtzeitig zum Abschluss. Bekommt den Ball nochmal wieder. Bekommt nochmal die Chance. Der Schuss aus der Drehung war kein Problem für Jaroslav Dropny. Es blieb beim 0:0. Es passierte wirklich nicht viel. Soltan Stieber, andere Seite Hamburg, erstmals in der Offensive. Das ist Albin Ekberg mit der Flanke in die Mitte, aber er stand im Abseits der Schwede und dementsprechend passierte da nichts mehr Wichtiges. Es ging in die Halbzeit mit 0:0. Die Hamburger Fans waren unzufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, pfiffen sie teilweise sogar aus, aber der Support war natürlich trotzdem da. Wir kennen das von den Hamburger Fans in guten wie in schlechten Zeiten. Sie stehen immer zu ihrem Verein. Bisher war Jaroslav Dropny der Mann der Partie auf Seiten der Hamburger gewesen. Er verhinderte bisher mit seinen Paraden das 0:1. Andere Seite versuchte Hamburg im zweiten Durchgang mal das 1:0 zu erzielen und zwar für sich selber. Das ist der schöne Versuch da in der Sturmspitze. Allerdings, ja, kein Problem, den Radlinger muss nicht eingreifen. Dementsprechend weiter 0:0. Hamburg machte jetzt ein bisschen mehr. Luis Holpi mit dem Ball auf Ivica Olic, der im 16er aber wieder am Tor vorbei. Es sollte einfach nicht mehr was passieren. 70. Minute bereits. Hannover spielte jetzt selber wieder nach vorne. Nur 2 Minuten später Oliver Sorg auf der Außenbahn mit der Flankengelegenheit. Aber niemand war in der Mitte. Dropny relativ sicher. Sein Abstoß wird aber zum Boomerang, denn der ist alles andere als gut. Fossum, ja, beziehungsweise gar nicht Fossum, sondern Erdinç bekommt hier den Ball. André Hoffmann war noch mit nach vorne aufgerückt. Albert Rusnak wieder mit dem Ball auf Mevlüt Erdinç und der versucht es einfach mal allein aus der Drehung, aber abgefälscht und dementsprechend wieder nicht gefährlich. Wir springen in die 80. Minute, das ist Leroy Föhr, der geht über die Außenbahn, Ball auf Leonardo Bakuna und der wird da gefoult, Leandro Bakuna, pardon, der wird gefoult, bleibt liegen und der Hamburger SV spielt den Ball nicht ins Aus. Auch nach diesem Ballverlust von Fossum spielen sie nicht ins Aus und das machte die Norweger rasend vor Wut und wie rasend, das sehen wir hier. Das ist ein Foul von hinten in die Beine und das muss natürlich die rote Karte nach sich ziehen. Vollkommen übertriebener Frust vom Hannoveraner, der hier ja ein bisschen natürlich gefrustet war, weil man das Tor nicht erzielen konnte und weil der Ball nicht ins Ausgespielt wurde. Fair Play war das nicht von Hamburg. Allerdings immer noch fairer als die Aktion von Fossum gegen Albin Ekdal. Es gab vollkommen zu Recht die rote Karte. Wie man sieht hier im Gesichtsausdruck, er wollte nur auf den Mann gehen und dementsprechend natürlich vollkommen zu Recht die Sperre für den Norweger. Danach passiert aber nicht mehr sonderlich viel. Der Freistoß ausgeführt auf Gregoritsch. Mal zurück auf Dropny. Sie spielten es hintenrum aus. Es wurde nicht mehr wirklich gefährlich. Hamburg spekulierte ein bisschen zu viel und verlor den Ball in der Offensivbewegung gegen Mevlüt Erdinç. Sie waren unsicher, aber sie brachten das Ganze relativ souverän dann doch noch über die Zeit und ja, er hatten einen Punkterfolg in Hannover. 0:0 trennen sich ja die beiden HSVs im Nordduell. Es war kein Nordgipfel, zumindest vom Spielerischen her. Hamburg hatte eine kurze Phase, in der sie gut nach vorne kam. Die meiste Zeit der Partie war Hannover das klar überlegene Team, schwächte sich dann in der Schlussphase selber, sonst hätte sie eventuell übersetzen können. Hannover hat gerade in der Schlussphase immer ein sehr, sehr starkes Team, aber dieses Mal hatte die dumme Aktion von Ivar Fossum den Roten definitiv ein bisschen Energie, ein bisschen Kraft gekostet. Die Fans waren trotzdem zufrieden, weiter steht Hannover sehr gut da, kann nicht an Schalke vorbeiziehen in der Tabelle, bleibt allerdings weiterhin auf Tabellenplatz 5. Die Europa League scheint in greifbarer Nähe zu sein für den kleinen HSV, der große HSV steht weiter unten drin. Ja, der große HSV wird also vom kleinen HSV diesmal nicht besiegt, sondern schafft es tatsächlich, einen Punkt sich zu erringen. War in der zweiten Halbzeit sogar das bessere Team. Von mir kam ja nicht mehr wirklich viel nach vorne, also die Chancen hatten wir irgendwie nicht. Aber was willst du machen? Im Endeffekt, natürlich war so eine dumme Aktion da von Fossum. Ich hätte ehrlich gesagt noch nicht gedacht, dass ich nur den Gegner treffe. Ich wollte schon den Ball treffen, aber wenn man so grätscht in FIFA, passiert es halt nun mal, dass man teilweise nur den Gegner trifft. Sieht halt dumm aus, aber kann passieren, so eine rote Karte für einen jungen Spieler auf jeden Fall auch ein Lerneffekt. Und von daher geht's jetzt gegen Hertha BSC hoffentlich besser weiter. Morgen spielen wir übrigens auch im Bielefeld Modus gegen Hertha BSC. Ich bitte euch auf jeden Fall, den anzugucken, weil das wird eine richtig interessante Folge. Wir spielen gegen Wolfsburg und gegen Hertha. Und das wird auf jeden Fall für alle, die
die Ryan Gold mögen, eine richtig interessante Episode werden. Nur mal so als kleiner Spoiler, beziehungsweise um mich ein bisschen dahin zu verschieben. Wir spielen, wie gesagt, gegen Hertha BSC jetzt noch und das an einem Samstagnachmittag. Normalerweise spielt Hannover gegen Hertha immer freitags. Heute an einem Samstag, ob das ein schlechtes Omen ist, wir werden sehen. Mikko Albornoz rückt übrigens in den Kader, weil, ja, wie gerade bereits gesehen, Kollege Pripp ist verletzt. Ist natürlich schlecht für uns, aber gut. Ich sehe auch gerade Albornoz zurück. Trotzdem nicht in den Kader. Sam Maximar geht einfach nur wieder auf die linke Außenbahn. Auch in Ordnung. Wer rückt in den Kader? Karaman. Irgendwie ein Schlag ins Gesicht von Albornoz. Ach, er rückt doch rein. Siehst du, wusste ich, habe ich mich nicht getäuscht. In Ordnung. Gut, auf der 6 spielen heute Leroy Fer und Sané. Wie gesagt, Fossum ist ja gesperrt. Und auch mit denen sollte es aber klappen. Die beiden ja, schwarzen Riesen da hinten drin. Viel Spaß und bis gleich. Hannover zu Gast im Olympiastadion bei Hertha BSC und es war eine Partie, in der die Hertha im Idealfall ein bisschen Druck ausüben wollte auf die Hannoveraner. Momentan aber im Platz 5 für die niedersächsische Landeshauptstadt, die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Momentan nicht ganz so gut dabei, aber heute wollte man für eine Überraschung sorgen und den Hannoveranern so richtig eins auswischen. Wir sehen Hannover in der ersten Tabellenhälfte auf Platz 5, ein Punkt nur hinter dem FC Schalke 04, zwei Punkte vor der TSG 1899 Hoffenheim und Hertha momentan auf dem 12. Tabellenplatz rangieren. Das heißt nicht so erfolgreich. Man könnte aber noch zumindest ein bisschen nach oben rücken. Die erste Tabellenhälfte war das Ziel von Trainer Pardada gewesen. Und genau das wollten sie natürlich heute auch in die Tat umsetzen. Und unter anderem, wir sehen es hier mit John Anthony Brooks, den wir gerade kurz im Bild hatten, und Thomas Kraft. Die sollten hinten den Laden dicht halten. Und auf der anderen Seite versuchten sie natürlich auch in der Offensive aktiv zu werden. Und zwar mit Salomon Kalou in der Spitze. Kraft im Kasten davor, Pekarik, der angesprochene Brooks, zusammen mit ja, Lustenberger, Marvin Plattenhardt, Skjelbred und Shigerchi auf der Doppel-6, Mitchell Weiser auf rechts, links Enes Benatira, davor Valentin Stocker und eben Salomon Kalou, der Ivora, der ja so torgefährlich gewesen war in der letzten Saison, die Saison bisher noch nicht so gefährlich in Erscheinung getreten. Bei Hannover 96, Radlinger im Kasten davor, Leandro Bakuna, Marcelo, Hoffmann und Oliver Sorg. Leroy Fer zusammen mit Salif Sané auf der Doppel-6. Fossum war ja gesperrt, war dementsprechend nicht mit von der Partie. Alain Saint-Maximin ersetzte Pripp, den verletzt war, im linken Mittelfeld Albert Rosnack und Uwe Bech komplettierten das Mittelfeld und vorne drin spielte natürlich wieder der Türke Mevlüt Erdinç. Das ist Fabian Lustenberger, der Kapitän der Hertha. Das ist André Hoffmann, der Abwehrchef der Hannoveraner. Beide sollten ordentlich was zu tun bekommen. Wir springen rein in die erste Szene der Partie. Hannover erwischte den besseren Start und hatte auch die erste Chance der Partie. Das ist Leroy Fer mit dem Ball auf Mevlüt Erdinç und der macht gleich mal eine richtig gute Idee. Flankt nämlich auf Salif Sané. Was für eine unmenschliche Parade von Thomas Kraft. Er fände das 0:1 durch den Senegalesen. Das war klasse gespielt von Hannover. Die Flanke perfekt auf den Kopf vom kopfballstarken Sané und mit der linken Pranke fischert er den Ball da irgendwie tatsächlich noch aus der Ecke raus. Weiter 0:0. Im Olympiastadion Berlin kam dann besser in die Partie. Enes Benatira mit der Flanke in die Mitte erstmal abgewehrt und Skjelbred nochmal mit der Chance. Im Endeffekt klasse Parade von Samuel Radlinger. Es blieb beim 0:0 und dann hier die Balleroberung von Oliver Sorg gegen Mitchell Weiser, der später nochmal wichtig werden sollte. Salomon Kalou im Zusammenspiel mit Valentin Stocker und Piers-Hiljans Krellbert. Die waren in Anfangsphase wirklich stark. Die Berliner, die erste halbe Stunde, gehörte den weiß-blau gekleideten Herr Tanan. Ball wieder zurück auf den Norweger. Der versucht selber. Radlinger ist da. Er war momentan noch das größte Hindernis, dem sich die Hertha stellen musste. Die Abwehrkette von Hannover drückte, übte wenig Druck aus auf die Hauptstädter, aber der Torwart, der bereitete richtig Probleme. Valentin Stocker mit dem Ball in die Spitze, Tolga Cigerci, der türkische Sechser, klasse Antritt gegen Marcelo, hängt den Brasilianer da zumindest mal so ein bisschen ab und flankt in die Mitte, da ist Salomon Kalou und dann behindern sie sich gegenseitig, Keeper und Verteidiger, im Endeffekt wird das Ganze relativ souverän geklärt. Wir springen in den zweiten Durchgang, die Hertha weiterhin das bessere Team und wir springen in die 50. Minute, das ist Valentin Stocker mit dem Ball auf Enes Benatira und der Tunesier setzt sich durch außen gegen Marcelo, zieht in die Mitte, macht das da klasse, wartet ab und spielt auf, ja richtig, Mitchell Weiser, gerade angesprochen, jetzt haben wir auf der anderen Seite auch den ebenfalls klasse Reflex. Samuel Radlinger verändert hier auch mit einem unmenschlichen Reflex das 0:1, das mittlerweile überfällig und verdient gewesen wäre für die Hertha. Hier der Abwurf nach der Ecke, ein bisschen zu kurz, Ball kommt zurück und zwar zu Enes Benatira, der auf Schellbrett, der auf Cigerci, 1:0 für die Hertha, 54. Minute, sie ärgert Hannover und das erfolgreich. Wunderbarer Treffer des Türken und das 1:0 für die Hauptstädter. Es lief so schlecht die Saison über und jetzt ausgerechnet gegen einen Euroliga-Aspiranten schien es besser zu werden. Sie waren aber nervös, wollten das Ergebnis nur über die Zeit bringen und das war der Fehler. Erdinç mit der Chance auf der anderen Seite hat auch fast der Türke getroffen nach dem Fehler von Kraft. Es blieb aber bei 0:0. Wir springen in die 76. Minute. Hertha verteidigte gut. In der Schlussphase hier ein Foul an Albert Rosnack. Uwe Bech spielt weiter auf den eingewechselten Jerry Mbakogu, der an der 16er Kante, aber es fiel nicht sonderlich viel ein. Zieht nochmal zurück und legt dann ab auf Albert Rosnack, der wieder aufgestanden war, der Slowake. Aber er verzieht knapp am Kasten von Kraft vorbei. Es blieb beim 1:0 für die Hertha. Und dann springen wir in die 90. Minute. Es gab keine Chancen mehr für Hannover. Es gab nur noch eine. Und zwar für Hertha BSC. Der Einwurf würde erstmal
ja ein bisschen abgewehrt, aber Pekarik macht nochmal scharf. Das ist Jelbret, das ist Darida, der Tscheche mit der Flanke. Radlinger unsicher, Benatira mit der Chance, aber dann wirft sie Marcelo rein und verhindert das 0-2 Hannoveraner. Sich ziehen immer noch nicht vorbei. Ibisevic nochmal mit der Chance und macht nochmal heiß. Der Bosnier verzieht aber, war egal, war die letzte Aktion der Partie. Hannover verliert also nach Ewigkeit mal wieder eine Partie und das auch noch in Berlin. Das heißt, der Tabellenzwölfte gewinnt gegen den Tabellenfünften zu Hause mit 1-0. Es war eine Partie, die nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe war. Die Hertha war das bessere Team. Die Fans können zufrieden sein mit der Leistung ihrer Mannschaft, denn sie gewinnt vollkommen zurecht gegen Hannover 96. Bei den Hannoveranern fehlte sowohl Edgar Pripp als auch Ivar Fossum, die beiden sehr wichtigen Spieler. Wurde heute mal wieder bewusst, dass sie wirklich wichtig sind und die nächsten Wochen werden auf jeden Fall nicht einfacher. Pripp fehlt ein bisschen länger, Fossum ist wieder da, das nächste Spiel muss wieder stärker werden. Hannover muss den Euroleague-Ansprüchen gerecht werden. Heute wurden sie es nicht, verlieren mit 1-0 in Berlin. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, das war schlecht. Das war in jeglicher Hinsicht schlecht. Wir hatten wenig Chancen, abgesehen von der von Sané. Ich glaube, davon hat sich unsere Offensive ein bisschen verunsichern lassen, dass Kraft den so rausgekeschert hat. Aber davon darfst du nicht verunsichern lassen, zumindest nicht, wenn du in der Europa League willst. Wir sind weiterhin auf Tabellenplatz 5, haben wir natürlich ein bisschen Punktepuffer verloren auf Hertha BSC und müssen dementsprechend aufpassen, dass wir da nicht noch irgendwie abrutschen, beziehungsweise, dass wir nicht noch von der TSG überholt werden. Das ist das Ziel für die nächsten Episoden. Zunächst einmal war es das jetzt von dieser. Wir haben nochmal ein Scout-Bericht, die wir uns angucken. Aber ich denke mal, das ist jetzt klar, dass nicht mehr viel großartig passieren wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Gerne meine Kommentare schreiben, wie ihr es findet, dass wir jetzt nach Ewigkeit mal wieder verloren haben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Es macht das Ganze wieder ein bisschen realistischer, aber wie es bereits angemerkt wurde von vielen von euch und von mir auch schon einige Male, man kann einen Karrieremodus einfach nicht richtig realistisch halten. Es ist halt nun mal einfach nicht möglich. Es tut mir wirklich leid, aber was willst du machen? Training machen wir auf jeden Fall nochmal. Das ist auf jeden Fall eine gute Reaktion darauf. Wir haben Radlinger, wir haben Saint-Maximin, wir haben Bakuna, wir haben Mori und Radlinger hat das beste Ergebnis. Mori danach mit Bakuna und die Ergebnisse von Radlinger und war es Radlinger? Es war nicht Radlinger, oder? War es Radlinger? Es war Saint-Maximin und noch irgendjemand. Da muss man nicht wirklich drüber reden, weil das war alles andere als lobenswert. Ist aber auch egal, denn die nächsten Trainingseinheiten können ja wieder besser werden. Wir haben nochmal Abschlussberichte bzw. Berichte allgemein eingeholt hier von unter anderem Zapata und total interessanten Spielern. Koulibaly ist der Einzige, der mich da interessiert. Rayo Miyaichi wurde ebenfalls noch fertig gescoutet, genauso wie Niklas Bendtner, der auch in diesem Karrieremodus an sich eine interessante Option wäre. Aber wir haben ja unseren neuen Stürmer und eigentlich haben wir bei Stürmern überhaupt keinen Bedarf auf den Flügeln, auch nicht wirklich. Und nur weil Miyaichi schnell ist, ist er auf jeden Fall nicht interessant, der Mann vom FC St. Pauli und ehemals Arsenal. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Und schaut einen Tag. Haut rein. Und schaut einen Tag. Haut rein.